Hallo meine Freunde der Sonne, da ist immer wieder und ja, wir reagieren auf das nächste Video, bevor viele fragen, wieso jetzt immer zwei Videos kommen, dass ich ein bisschen die Reactions, dass nicht so viele warten müssen, dass ich es schaffe, die Reactions nacheinander abzuarbeiten. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir doch bitte über Instagram oder über, wie ist das andere Ding? Twitter, genau, Twitter war's. So, heute gucken wir uns, Tourette musste abgebrochen werden. Okay, Jan als Sternekoch. Okay. Um es kurz zu machen, als ich zu Hause ankam, war alles voll und deswegen... Einfach so runterschneiden. Ist das schlimm, wenn meine Fingerkuppen dabei sind? Nein. Ich habe alles unter Kontrolle. Lecker Menschenfleisch, so. Schmeckt doch. Ey, nicht ab. Herzlich willkommen bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute mal im Little Nona hier in Köln. Ich finde das geil, wie die da hinten so lachen. So, hier wird gerade aufgenommen, hey, ich kenne die. Da dürfen wir ein bisschen in der Küche euch, sage ich mal, zur Hand gehen. Also, herzlich willkommen. Wie man in unseren Videos sehr häufig sehen konnte, sind wir sehr, sehr gute Köche. Genau. Ich bin mal sehr gespannt, welche Gerichte ich heute zaubern darf. Gespannt, was du so zaubern kannst. Ich bin voll wie Pizza. Nein, mein Gott. Genau, Pizza wäre ein ganz guter Anfang. Genau, ne? Ich glaube auch. Fangen wir einfach mal mit an und kommt mit rein. Schön, dass ihr da seid. Hier ist einmal unser Küchenchef Manuel, der wird dich ein bisschen durch die Küche führen und der ist zeigen. So. Hi. Und da geht's einfach in die Küche rein. So, ich bin sozusagen für heute ganz kurz der neue Mitarbeiter in der Küche. Ja, okay. Ich glaube, das sieht leichter aus, als es ist. Ja! Jetzt ist sie kaputt. Mag neu, ja? Okay, auch besser ist das. Oh nein! Und hier, nehmen wir hier. Ja. Okay. Wow! Ich hätte Angst, dass es wegfliegt. Boah, ganz ehrlich, das wollte ich schon immer mal machen. Ich habe das damals, vor einem halben Jahr, also ich sag immer damals, als das Jahr, keine Ahnung, 1950 nach meiner Geburt war, nee, so lange ist noch nicht her, kennt ihr Krebs? Ne, ich habe damals, ich habe vor kurzer Zeit Krebs gemacht und ich wollte das selber mal ausprobieren. Ich habe dann, ich sehe jetzt, dass es falsch war. Ich habe das so mit einem Finger versucht und es war ein Krebs, ist kein Witz, an der Decke. Und ich so, oh, das war nicht ganz richtig. War aber al dente, ne? Also war nicht schlecht. Also ich schaff's nicht. Das sieht bei ihm also ein bisschen schöner aus. Boom! Hier. Kommt da noch was drauf oder war es das schon? Ich brauche nur noch mal schnell zur Toilette. Kannst du gehen, kein Problem. Oh, krass, okay. Also, wir mussten den Dreh kurzzeitig unterbrechen. Also, um es kurz zu machen, als ich zu Hause ankam, war alles voll. Und deswegen machen wir heute weiter. Inzwischen wurde ja ein neuer Lockdown verhängt, deswegen hat das Restaurant leider geschlossen. Wir haben ja freundlicherweise trotzdem heute nochmal die Gelegenheit zu kochen. Und heute wird auch nichts vollgekotzt. Das hoffen wir doch. Ja. Okay, let's go. Der Dreh musste ja letztens kurz unterbrochen werden, leider. Ja. Es war alles voll. Du hast gerade was vom Pasta erwähnt oder Spaghetti. Ja. Dann können wir doch da... Aber ja, sowas kann natürlich schnell mal passieren. Fällt mir nicht, will ich nicht haben, macht die Kacke hier weg. Danke. Genau, an dieser Stelle eigentlich weitermachen, ne? Also wir sind auch ziemlich gute Köche, wir haben schon sehr, sehr viele Kochvideos gemacht. Also bisher ist noch keiner gestorben vom Essen, das ist eigentlich ganz gut. Gehört da Butter rein? Hier nicht, hier nicht. Doch! Nachher hier! Doch! Nee, die Hälfte nachher. Ein Drittel. Okay. Ein Drittel ist die Hälfte, oder? Können wir hier dabei Kürbis schneiden? Okay. Einfach so runterschneiden. Ist das schlimm, wenn meine Fingerkuppen dabei sind? Für mich nicht, ich glaube für dich wäre es schlimm. Ja, für mich unangenehm. Genau. Wie häufig hast du dich schon verletzt beim Schneiden? Boah, geht. Eigentlich in letzter Zeit recht wenig. Aber es gehört dazu. Also Berufsrisiko sozusagen. Berufsrisiko, genau. Das sieht bei dir immer so leicht aus. Aber wenn ich dann auch immer so Köche sehe, ne, die dann, in einer halben Millisekunde so eine ganze Gurke schneiden, so denke ich mir auch, also entweder die Hand ist nicht mehr echt, die merken eh nichts mehr, oder die hatten bis jetzt einfach nur unfassbar Lack. Ich habe auch immer, bei mir auf Arbeit habe ich immer voll Angst, weil wir haben ja auch so ein paar Maschinen,
Wenn man da reinfällt, dann weiß man, da kann man vorher schon das Testament unterschreiben. Also was heißt Angst, aber ich habe da immer mega Respekt vor, ne? Und da stehe ich manchmal so da und ich wundere mich dann immer so, okay, ist noch nie was passiert oder noch nie. Also einmal ist mit einem Kollegen was passiert, da wurde dann direkt, war dann wirklich, der hat da reingefasst und ganz leichte Verletzung, der war glaube ich 3 Monate nicht da, eine ganz leichte Verletzung gehabt. Ja, da hat man vor solchen Geräten dann manchmal schon ganz schön Respekt, ne? Da denkt man sich, lieber nicht anfassen, nur angucken. Ja, das... Oh Gott, das ist... Sollen wir am Ende danach machen, ist da dabei? Nein! Können wir jetzt auch schon? Ja. Nein! Boah, das kommt so auf den Tag drauf an, sagen wir am Wochenende, können auch mal 250 Pasta. Das reicht beim Tim für einen Tag. Genau. Ist das in so einer großen Küche zu schnell? Ich habe alles unter Kontrolle. Reinlegen. Genau. Ja, weg. Es hat echt einen Geruch so von Pommes. So. Ey, nicht abwenden. Ja. So, das müsste man mal. Drauf. Genau. Das Salz müsste man mal auf Gisela werfen, würden jetzt viele bestimmt in die Kommentare schreiben. Genau, Running Gag am Rande. Perfekt. Nein, aber so. Nicht so viel Salz. Pfeffer passt auch, können wir auch machen. Ist das Zucker? Das ist Zucker, das brauchen wir jetzt gleich. Zucker kannst du bisschen, ja, passt so. Das ist lang gewürzt, so jetzt wird es sehr würzig. So, dann jetzt kannst du Butter reinmachen. Oh. Nein! So. Genau. Du sagst, es ist ein Drittel, ne? Genau, kann ich jetzt total. Das heißt, es ist weniger als ein Viertel. What? Es wird sehr würzig heute. Ja. So, in Zwischenzeit kannst du die Ravioli hier reinmachen. Ach, du hältst dich nicht schlecht. Ich glaube, der Koch Zeit, ist das nicht mehr. Mein Geschäftspartner auch. So. Probierst du gleich noch, was du selbst kochst? Halt's Maul, ey. So. Oh, wie auf der Nachwuchs, ey. Zu lang, bis das fertig ist. So. Und wieder rein. Genau. Deko. Mach ein bisschen Deko noch. Was war das jetzt eigentlich? Salbei. Ah, das ist aber viel Salbei da. Ja, können wir nachher rausmachen. Den musst du gleich auf jeden Fall noch mit Pizza machen, ja? Ja. Ja, das eher stimmt. Das wäre jetzt zum Abschluss auch ganz aber gut. Aber auf Pizzas... Können wir gespannt sein? Ich glaube, bist du schon Profi. Es heißt Pizzen in Deutsch. Bitchen, Pizzas, Pizzen. Stimmt, aber ich bin kein Deutscher, deshalb... Ja, du bist ein Schwabe, ich höre das. Nee, woher komm ich? Aus Baden-Württemberg, ich bin sehr behindert. Einfach rein mit Schwung, genau. Wieso werden eigentlich immer, ist egal in welchem Video, also ich meine jetzt nicht nur von Gewitter im Kopf, sondern egal in welchem Video, also entweder die Schwaben kriegen alles ab, die Bayern, oder sehr, 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 sehr oft, ganz gerne, gut, man könnte das jetzt ausbreiten, alle Ossis, ne, aber sehr, sehr oft so die Leibscher und sowas. Immer wieder, Mann, es tut langsam weh. Vorne und dann nach hinten. Nee, das genau, Ding, das ich krieg dann in die Fresse, wenn ich das nee. Mache. Einfach so, genau, siehst. Hast du direkt einen So lerne ich immer meine Sexstellungen. Die Zeit hättest du auch besser nutzen ja. können. Ein Ausgefallen. Also ihr wisst, Leute, also Männer, die so eine Pfanne wenden können, die können halt gut stoßen. Wenn oder wenden. Ich find's aber nicht zu salzig. Das ist nicht genug. Nicht genug, dann mach noch was rein. Weg. Ja, Entschuldigung. Ich klatsche oh, das will ich nicht mehr essen. Und jetzt machen wir das am Ende oben drauf. Bisschen mehr Liebe, okay? Ziegenkäse ist sehr klebrig, ne? Dann ich hab jetzt... leider Corona, ist das schlimm? Nö. Nö. Also würdest du sagen, dass du viel isst, was du selber... Weniger als oh, du, Fettarsch. Ich bin ja zum viel essen, sagen wir mal so. Der Tim auch. Der Tim auch, ja. Ja, das stimmt. Das passt ganz gut zum Kürbis. Mit der Süße. Dann probier mal, was du da gemacht hast. Ja, mal sehr gespannt, was ich da gemacht habe. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Schmeckt es noch Kürbis? Ja. Und kann man es essen? Mhm. Siehst du mal. Das geht. Dann weiter zum nächsten Gericht. Dann machen wir noch eine Pizza? Ja. Und welche? Gut, eine Margherita und noch eine mit ein paar mehr Sachen drauf. Genau. Holst du am besten eine Teige einmal raus? Kannst du ja. selber mal probieren.
Den Pizzateig könnt ihr morgens schon vorbereiten wahrscheinlich, oder? Ja, morgens, je früher, desto besser, also am besten ein, zwei Tage vorher. Am selben Tag den Teig zu verarbeiten. Freunde, wie geil ist das eigentlich, so eine Schublade zu haben, wo einfach mal der Pizzateig ist? Aber was ich mich jetzt gerade so frage, ne, wenn der Pizzateig morgens immer vorbereitet wird, also Jungs, ich glaube nicht, dass das hier reicht, ne? Also an Pizzateig. Das reicht für mich gerade mal so eine Schublade. Vorbereiten wahrscheinlich, oder? Ja, morgens, je früher, desto besser, also am besten ein, zwei Tage vorher. Am selben Tag den Teig zu verarbeiten ist eigentlich schlecht. Das heißt, er kann ruhig ein paar Tage alt sein. Je älter eigentlich, desto besser. So. Das ist wie mit dem Wein, am besten 40 Jahre alt. Genau, genau. So, wie man die Pizza macht, weißt du ja schon. Genau, heute bin ich auch in einer besseren körperlichen Verfassung. Genau, dann überlasse ich mal das Feld dir. Jetzt klingst du wie ein Franzose. Wie ein Franzose. Franzose, sag das noch einmal. Das bleibt unkommentiert. Unkommentiert. Und jetzt wieder mit den flachen Händen, die wir letztes Mal probiert haben. Ja. Ein bisschen so drehen so. Und ziehen, genau. Und woher kommst du, wenn ich fragen darf? Aus Bonn. Das ist ja direkt nebenan, aber ich lebe seit Mai in Köln. Corona-Umzug. Der Umzug hat mit dem Lockdown stattgefunden. Woher kommst du aus Bonn? Ich glaube, er meint eigentlich, was für ein Herkunftsland, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Weil dann müsste ich ja antworten, woher kommst du aus der Gosse, ne? Also. Und ich habe dieses Jahr in drei verschiedenen Städten tatsächlich gelebt. In Bonn und in einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz und seit mal hier. Und wie gefällt dir Köln? Von allen Städten, an denen ich bisher gelebt habe, am besten. So, jetzt holen wir kurz den Ausroller. Du kannst einfach, da haben wir schon ein Loch gemacht. So. Und das war der Pizzabäcker. Ich bin kein Pizzabäcker, aber. Das ist ja noch schlimmer. Noch schlimmer, genau. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus, wie das Ja, genau. Da habe ich nur selber leider nichts essen können. Die Gründe habe ich gehört, glaube ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne da mal Tim sehen. Ne? Wenn einen Tag mal, dass der Tim sowas macht, weil ich kann mir bei Tim ganz gut vorstellen, der würde da erstmal so stehen. Kann ich nicht. Ich habe gehört, du hast das krachen lassen, Tag vorher. Ja, natürlich mit beschränkter Personenanzahl. Mit beschränkter, ja, dafür braucht es nicht viele. Wenn krieg die richtigen dabei sind, man dann... man theoretisch auch alleine hin. Genau. Ja, wollte gerade sagen. Das ist ja traurig, wenn man sich alleine die Kante gibt, aber... Soll es auch geben. So. Da habe ich ja auch gehört, aber schlimm. Dann können wir wieder Tomatensauce eine drauf machen. Ja. Aber ein bisschen weniger setzen. Genau, meistens reicht eine volle Haben Kölle. Wir sonst noch extra Wünsche? Ich mach das in dein Gesicht. Das ist der gute Ja-Käse. Und hier mit einmal... Zack, unten rein. Fest mit Schwung. No sexual. Und rein. In die Mitte. Das sollte. Kerle, macht das nie. Das kann wehtun. Für beide Parteien. Irgendwo. Und dann einmal rausziehen. Natürlich, ich rede genau. Von Kochen. Und zack. Mensch. Jetzt können wir mit der zweiten Pizza anfangen. Boah, wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? Das muss ich euch mal ganz kurz nochmal zeigen. Man hat hier gerade am Ofen. Ist gar nicht Nutella, oder? Das ist ein Nutella, ne? Boah, wie geil das wäre, so eine Pizza mit richtig viel Nutella. So eine schöne amerikanische Pizza. Gibt's übrigens bei uns auch im Laden zu kaufen. Habe ich mich noch nie so rangetraut, weil schon beim Angucken kriegt man eigentlich schon übelst krassen Zuckerschock. Schon allein beim Angucken denke ich mir so, alles klar, das kann ich nicht machen. Bestes Beispiel, ich habe jetzt drei Nutella-Gläser hier. Und ich esse ganz gerne, ich mache immer auf meinen Toast, mache ich immer Nutella drauf. Und ich brauche ungelogen, also, naja, für alle vier Tage brauche ich ein neues Glas. Ich mache immer so wie Nutella, also wirklich so wie Nutella, ne? Das muss schwimmen, das muss aussehen wie so Eisklumpen, ne? Am besten noch, dass dann auf mein Toastbrot dann ein Dings ein Schiff halt hier. Mann, wie heißt das Schiff? Titanic, dass die Titanic dann so kommt. Und den einmal rausziehen. Den Teller. Genau. Und zack. Jetzt können wir mit der zweiten Pizza anfangen. Warum machst du fest, ob man den kleinen oder den großen Flaschenschieber nimmt? Den kleinen benutzt man, um die Pizza zu drehen und rauszuholen. Und die große eigentlich nur, um die reinzuschieben. So. Okay. Einfach in die Höhe. Genau. Und hier rauf.
Perfekt. Hey, was? Ah, der gerade zusammen die Pizza zu drehen. Ja, knapp ein Brötchen machen. So, da haben wir noch so ein Kräutergewürz. Nein, das habe ich ja gerade reichlich verwendet. Genau, einfach so. Was? Zack. Hier drauf vertrauen. Ja. Genau. 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 Ich mach ein Loch rein. Kannst auch ein Loch reinmachen. Ich mach Käse. Können wir auch drauf machen. So. Ja, der Koch ist cool. Ein kleben, deshalb. Ein bisschen. Haben wir eine kleine. Ich mach noch einen, der Koch so. Ja, genau. Kannst auch reinmachen. Da kommt ein Pilz rein. Oh, lecker. Kann ich mir das gut vorstellen. Dahinter? Eine Pizza oder? Dahinter? Genau, am besten dahinter oder rechts irgendwo dahinter und dann in einem Ruck wieder ziehen. Dann muss runter. Genau. Ich glaube, ich habe gerade Anne Frank gesehen. Anne Frank? Ja. Wo? Im Ofen? Ja. Huch. So. Sehr schön. Ja, Pizzabäcker. Bei mir dauert es immer lang, bis ich überhaupt den Witz verstehe. Deshalb. Das ist okay, du bist ein Schluchtenscheißer. Genau, dann. Woher kennst du den Ausdruck? Ich kenn alle. Schluchtenscheißer. Ich kenn alle. Schluchtenscheißer. War dir der Ausdruck noch nicht bekannt? Doch, doch, eben. Mir schon, aber die meisten Deutschen kennen den Ausdruck nicht. Ich kenn ihn noch mal nicht. Drehen oder rum, wie du das. Das ist auch im ISDE-Kalender drin. So. Was ist eigentlich, wenn da drin irgendwie Essen verloren geht? Das verbrennt. Okay. So, lassen wir den Pizzabäcker weitermachen und wir können dann essen gehen. Super. Ich bin Küchenchef, Vollidiot. Danke. Können wir noch Basilikum gleich? Das sind auf die Pizzas. Trüffel? Das sind Trüffel, genau. Ach ja. Das hier war mal Basilikum. Trüffelschwein. Trüffelschwein? Oh. Oh, das sieht so geil aus. Oh. Ich bin sehr gespannt, was du da gezaubert hast und direkt weiterzunehmen. Was fandest du schwieriger? Das Pizzabacken oder die, das hier, was du jetzt gerichtet hast? Das ist dann schwieriger. Ja, ne? Es hat mich sehr gefreut, dass wir bei euch drehen konnten, auch mit einem kurzen Unterbrecher im wahrsten Sinne des Wortes. Schön, dass du da warst. Aber heute konnten wir es ja dennoch gut abschließen und ich finde sogar, dass das Resultat ziemlich gut schmeckt. Ja, und ich auch. Ja, in diesem Monat mussten die Restaurants ja leider erneut schließen. Daher, wenn ihr mal irgendwo Essen habt, hier kann man sich auch Essen zum Mitnehmen holen, dann unterstützt eure lokalen Restaurants auf jeden Fall. Ja, danke, dass du da warst. Das hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Sieht echt gut aus, ne? Kannst jederzeit anfangen. Besser als du. Ja. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann das höre ich auch jeden Tag. Ciao. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Ich finde das geil, wie die hier den alten Mann zensiert haben. Das sieht irgendwie so aus, als der, und dann abonnieren. Das sieht so aus, als er gesucht wird, so voll der Täter irgendwie. Das sieht so geil aus. Ja, er hat mir gefallen. Ich fand den Koch cool. Keine Ahnung. Ich hab immer so ein Pech, wenn ich irgendwo. Gut, ich drehe auch keine Videos in Restaurants oder hier, ich mache auch keine Videos einen Tag da und da, aber wenn ich mal so mit solchen Leuten rede, habe ich immer so, auch bei mir auf, naja gut, nee, bei mir auf Arbeit sind alle voll nett, sind die Besten. Nee, da kennt man ja hier und da mal so ein paar, die, wo du dir denkst, ich brauche keiner. Aber nee, der Koch war cool. Vor allen Dingen, ich mache jetzt hier ein Loch rein. Ah, ja, können wir auch mal. Fand ich cool. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wollte ich sagen. Stimmt doch gar nicht. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ja, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.